Hallo und herzlich willkommen, hier ist Anvikol. Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Runde Dark Souls. Lang ist es her. Ich stecke hier noch im Schrein von Amana fest. Habe ich gerade gelesen. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Aber ich höre auch das Gesinge. Auf die Zeit geht es wirklich einen auf den Sack. Das heißt, ich muss dringend was machen. Ich muss dringend da jemand umlegen. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Links oder rechts? Das ist die Frage. Wo geht's hier weiter? Wer weiß was? Wer weiß es? Ich glaube, ich gehe mal hier weiter. Erstmal checken. Ich weiß gar nicht, was ich da alles habe. Die Keule. Den Zauberstab, für den ich zu schwach bin. Das Feuerschwert. Rollen kann ich mich auch noch. Okay, 30.000 Seelen. Oh, das ist ein bisschen viel, würde ich sagen. Hier liegt ja schon einiges rum, das ich vielleicht holen könnte. Wie ich mutig bin. Da klingelt es aber auch überall. Ich sehe ja gar nichts, wo ich da hin muss. Mensch. Oh, wow, wow, wow. Das ist ganz tief. Solange die singen, geht das aber, glaube ich. Oder? Fackel anzünden. Fackel anzünden? Mach ich mal. Brauche ich nicht. Habe ich keinen Bogen? Doch. Ey, was mache ich denn? Wie schieße ich denn jetzt? Okay. Also solange die Dame singt, oder wer auch immer, sind die Frösche oder was, sind irgendwie ein bisschen betäubt. Aber hier klingelt es überall noch. Hier. Komischerweise höre ich das auf... Oh, da ist auch noch eins. Ich glaube, ich nehme erstmal den hier. Na? Ich muss ja echt mal gucken, wo ich da hinlaufen kann überhaupt, Mensch. Ah, hier. Ich glaube, den nehme ich auch erstmal noch. Skeptikergewürz. Skeptikergewürz ist gut. Kann man es nicht einloggen hier, Mensch? Jetzt. Boah. Heide nei. Hau zu. Boah, was war denn das? Alter Schwede, sehr schnell. Jetzt hau doch mal zu. Ey, das gibt's doch nicht. Verdammt nochmal. Das ist doch nur ein NPC, oder? Boah. Alter Schwede. Der ist voll schnell.
Ja, wie immer Angst, dass ich ins Wasser fall. Jetzt aber. Kleriker Parma. Ja, danke. So viel Aufregung am frühen Morgen bin ich nicht gewohnt. Mensch. Aber die singt noch, die Dame. Der Frosch. Wer auch immer. Nee, das ist ja die Frau da vorne gewesen, wo man ganz am Anfang reingegangen. Die singt. So weit singt die. So weit kann man die hören. Ja, ganz schön weit. Ja. Wo glitzert's noch? Hier glitzert's noch. Lass mal gucken, wo ich da weiterlaufen kann. Was? Nein! Wo stecken denn die überall? Also ich krieg die Krise hier. Ich kann nichts holen, ohne dass ich gleich irgendwie attackiert werde von irgendwen. Okay. Ein bisschen näher ran. Kann ich einloggen? Nein, nicht. Natürlich nicht. Jetzt. Was nehme ich denn für Pfeile? Magiepfeile, oder? So. Aber jetzt, oder? Da klingelt es überall noch. Ich weiß nicht, wo ich da entlang laufen kann. Ich sehe überall so ein... Oh, hier. Was ging das jetzt an? Es klingelt immer noch. Ding, 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 ding. Oh, da noch mehr. Seele eines tapferen Kriegers, versteinerter Drachenknochen, das ist gut. Das kann ich brauchen, den Drachenknochen. Oh, nee. Hier sieht es aus, als ob es einen Abgrund geben würde, so ein bisschen links, wenn man hier guckt, so. Das Wasser dunkel, aber wenn ich so gucke, passt alles. Ich hoffe, das passt auch wirklich. Das Klingen ist, glaube ich, weg, ja. Ich hoffe es jedenfalls. Rosteisen-Zwillingsklinge. Seele eines stolzen Ritters. Oh, da gibt es aber viele Seelen. Da liegt noch was. So, wie komme ich denn da hin? Andere Seite. Ey, man sieht da echt so schlecht. Da ist ein Abgrund. Oder? Ist da ein Abgrund? Quack, ein Frosch. So eine Kröte oder was es ist. Quack, quack. Okay. Zielflug, Kristallseelenmasse. Wow. Ich glaube, das ist ziemlich stark. Kann ich, hier geht's runter. Das ist jetzt eindeutig ein Abgrund. So, war... Ah, da... Nee. Was das alles? Ich habe doch da irgendwo noch was gesehen. Wo geht es weiter? Wo ist das? Nee, das war doch hier. Okay, nichts mehr. Ja, dann muss ich mal gucken. Da hinten liegt noch was. Ja, da. Hier, guck, guckst du. Guckst du da. Komm ich da hin? Ohne, dass ich da gleich attackiert werde. Da klingelt es wieder. Geht schon wieder los mit dem Geklingle. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, Abgrund. Jetzt bin ich wieder am Anfang, oder? Okay. Aber hier kann... Das kann man gar nicht holen hier. Oder? Nee. Aber warum hängt... Hier schwebt doch Blutflecken.
kommen von der anderen Seite wahrscheinlich hin. Irgendwie. Naja, dann. Dann geht's da vorne weiter wohl. Ich hasse das Gebiet. Warum soll man hier eine Fackel anzünden? Das frage ich mich. Wahrscheinlich, weil man hier auch einige Sachen da anzünden kann. Vermute ich mal. Sing weiter. Ja, gut so. Danke. Ich sehe echt total schlecht anscheinend. Wieso höre ich da wieder so viele Dinger? Ah, da blitzt noch was. Hier blitzt noch was. So. Ja. Ja, so sieht's aus. So, willkommen zurück. Hier bin ich wieder. Ja, es hat an der Tür geklingelt und deshalb musste ich hier auch einen kleinen Cut machen. Ich habe aber ein kleines Problem. Als ich wieder eingeschaltet habe, das wollte die Aufnahme fortsetzen. Das heißt, ich habe die Aufnahme fortgesetzt, wie ihr schließlich hier auch sehen könnt. Ich bewege mich und so, nur ich habe überhaupt keinen Ton. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber ich habe auf einmal keinen Ton. Ich habe irgendwie ein kleines Problem immer mit meiner PlayStation 3 in letzter Zeit. Ich habe es noch nicht rausgefunden, woran es liegt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Postbote hat ja was gebracht und deswegen muss ich jetzt hier ein kleines Commentary machen, weil ich ja keinen Ton habe. Ja, das wollte ich dazu sagen. Also, der Postbote hat ja was gebracht. Ich habe ja, ich glaube im vorletzten Teil oder irgendwo, oder nee, beim Netzteil habe ich ja erzählt, ich habe ja ein Netzteil bekommen für den Computer und da habe ich ja erzählt, dass ich mein PC zu einem Gaming-PC ausbauen möchte oder wenigstens zu was ähnlich in der Richtung tendierend halt. Und dazu brauche ich ein paar Teile. Angefangen hat es ja mit dem Arbeitsspeicher, den ich hier erweitert habe, auf 32 Gig. Und jetzt habe ich aber wieder 16 rausgenommen, weil, wie soll ich sagen, erstens mal taktet der ganz anders. Ich habe ja 1600er und er taktet mit 1333. Das ist auch noch nicht die Welt, das ist nicht so tragisch. Aber die CL ist da 11. Und ich habe ja die neuen Speicher, die neuen 16 GB Speicher, die haben eine Latenz von CL8. Also das ist schon ein größerer Unterschied. Und irgendwie gab es da, es konnte nicht zusammenspielen, weil ich habe ja Dual Channel und die anderen zwei Riegel waren ja zwei unterschiedliche Riegel. Das heißt, das ganze System hat es irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen langsamer, ruckiger gemacht. Ich habe keine Ahnung, es lief nicht so richtig rund irgendwie. Ich kann es schwer erklären. Ich kenne mich ja nicht so aus bei Computer. Eigentlich kenne ich mich überhaupt nicht aus. Der Arbeitsspeicher war es das erste Mal, dass ich überhaupt einen Computer was eingebaut habe. Das war das erste Mal oder das zweite Mal. Arbeitsspeicher. Das kann eigentlich jeder. Dazu muss man nicht viel können. Aber okay, deswegen habe ich wieder 16 rausgenommen, habe die verklopft. Und habe jetzt eben nur 16 drin. Ich kriege jetzt nochmal 2, dann sind es auch wieder 32. Von der gleichen Firma, alles gleich. Ja, ich bin hier gerade unterwegs zum Endboss, wie man sieht. Die Dame, die verschwindet gleich. Ich weiß nicht warum, aber die verschwindet einfach. Die wollte nicht mit mir sprechen. Weg ist sie. Ja, und jetzt gehe ich dann gleich zum Boss. Aber zurück zum Computer. Danach habe ich als zweites dann das Netzteil, ein neues Netzteil besorgt. Weil ich habe bloß ein 350 Watt Netzteil eingebaut, serienmäßig. Das ist nicht ganz so viel. Also habe ich mir halt einfach gesagt, Mensch, da brauche ich mal ein bisschen größeres Netzteil, nicht wahr? Und das habe ich dann gesagt und getan und bestellt und habe es bekommen, habe es euch ja vorgestellt in einem kleinen Unboxing. Und das, was ich heute bekommen habe, stelle ich euch natürlich auch in einem Unboxing vor. Ich will es nicht euch vorenthalten, sondern ich zeige es euch natürlich, was es denn ist. Ja, und dann hoffe ich, ich habe ja eigentlich eine gute Basis. Ich habe ja einen i7 Haswell Prozessor verbaut bei mir am PC. Das ist eigentlich ein PC von der Stange. Ein Asus PC von der Stange. Und da waren eben bloß 8 GB Arbeitsspeicher drin. Es ist eine GeForce GT 640 mit 4 GB verbaut. Und wie gesagt, ein 350 Netzteil. Was an Bord ist verbaut ist, habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich hoffe bloß, dass es
ein moderneres ist, weil der PC ist ja noch nicht so alt. Der ist gerade ein paar Monate alt. Von daher, was heißt ein paar Monate? Ich weiß gar nicht. Ist schon ein Jahr her? Nee, bestimmt noch kein Jahr her. Aber für ein halbes, dreiviertel Jahr ist er auf jeden Fall alt. Haswell Technologie i7 4770S habe ich aber verbaut. Das ist der stromsparende Prozessor. Es gibt ja S, es gibt K und es gibt ohne irgendeinen Buchstaben. Und ja, und ich habe mir halt den S i7 4770S. Und jetzt schauen wir mal, was ich dann habe. Ich zeige es euch, wie gesagt, nach dieser Aufnahme. Das ist ja Part 61, muss ich jetzt zusammenfliegen. Es ist wirklich blöd ohne Ton, ja, ohne Spielsound. Es ist wirklich blöde. Da weiß ich auch nicht mehr langsam, was ich sagen soll. Ich wiederhole mich auch. Auf jeden Fall, wie gesagt, mache ich ein Unboxing davon. Und ihr dürft natürlich auch live dabei sein. Nee, nicht live, aber ich zeichne es natürlich auf. Und, aha. Da habe ich mich erstmal geguckt, da erstmal gleich mal einen Pfeil reingehauen. Das ist die oder es oder was auch immer das sein mag, das singt. Das Ding singt so schön. Das ist schon ein bisschen kurios. Sieht ein bisschen kurios aus. Ist ein Frosch. Aber dann doch wieder kein Frosch. Und mein Freund, den ich da gerufen habe, der macht ein bisschen Schaden. Und dann ist er auf einmal tot und hat mich hier allein gelassen. Muss ich alles selbst machen. Zurück zum Computer nochmal. War ich da schon fertig mit meinen Ausführungen? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, beim Aufnehmen, beim Einbauen, das filme ich natürlich. Mir graut es ja schon ein bisschen vom Einbauen, ehrlich gesagt. Ich habe ja schon ein bisschen Schiss und da ist er auch tot schon. Mein Phantom Atreus 6. Atreus 6, ja, das war mehr schlecht als recht. Aber okay, da muss ich mich halt alleine durchschlagen. War auch bei mir ein bisschen ganz schön knapp. Ja, wir schauen mal, wie es hier ausgeht. Drehe ich einfach die Musik ein bisschen lauter, dann ist es nicht mehr so tragisch. Jetzt mag die nicht mehr singen, die Frau. Doch, die singt noch. Es ist nicht nur das Vieh, das singt. Es sind ja auch diese Frauen, die teilweise verschwinden einfach so. Die singen ja auch. Das sind die Dämon-Singerinnen oder wie auch immer, keine Ahnung. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe mir heute die Nachrichten ein bisschen was zurechtgelegt gehabt. Aber ich habe mich vergessen. Ich wollte noch irgendwas erzählen. Ach, jetzt fällt es mir ein wieder, ja. Und zwar habe ich jetzt gehört wieder, dass die Politiker sich mal wieder die Diäten erhöht haben. Was heißt mal wieder? Ich weiß gar nicht, was das letzte Mal war. Auf jeden Fall haben sie sich wieder erhöht. Natürlich. Und zwar um 1%. Das hört sich erstmal sagen, oh ja, 1% ist ja nichts viel. Es ist nicht viel, 1%, aber es kommt immer darauf an, 1% von wie viel? Oh, da hat es mich aber böse erwischt gerade, ja. Das ist echt blöd ohne Spielsound. Ja, 1% von wie viel? Das ist die Frage. Und die haben ja schon um die 6.000, bla bla bla, hast nicht gesehen. Auf jeden Fall haben sie mit dem 1% mehr, das sind schon über 600 Euro. Und da ist 1% dann viel. Und zusätzlich alles andere, Nebenkosten, Renten und Sozialversicherung und alles, haben sich alles auch nochmal die Zulagen um 1% erhöht. Die kriegen ja nicht genug, nein, und sie bescheißen ja auch nicht so ein bisschen so. Einfach mal hinkommen, in den Bundestag, Kärtchen reinstecken, hier, ich bin da und dann gehen sie wieder. Ja, und so läuft das nämlich. Und kassieren dann noch Geld dafür, dass sie dann da sind, irgendwelche Bonuszahlungen und Mittags- und Übernachtung und ach, hast du nicht gesehen, was sie alles brauchen. Ich habe mich wirklich so aufgeregt wieder. Wo, soll mir mal einer sagen, in eine Firma, wo gibt es eine Firma, in der man im Monat über 600 Euro, also das ist ja erst, das ist ja noch mehr, das sind ja nicht nur diese 650 oder was weiß wie viel Euro, sondern es kommen ja noch diese ganzen zusätzlichen Nebenkosten, die auch erhöht werden, auch noch dazu. Also es kommt eine ganze Menge dazu und das ist wirklich heftig. So, schaut mal, ich habe es gleich geschafft. So gut wie alleine. Das mit dem Bogen war doof, ja. Da habe ich in der Hand gehabt, deswegen habe ich den Bogen einfach mal geschossen. Ich weiß nicht warum. Es war ein bisschen knapp teilweise, wo er mich zweimal erwischt hat. Da war schon richtig, richtig knapp. Da war gerade nur, glaube ich, noch einen halben Zentimeter Lebensenergie, wenn überhaupt. Ich bin einfach zu ungeduldig da. Ich weiß nicht, warum es mich da nicht erwischt hat, aber okay. Ist okay. Ja, noch ein Schlag und dann ist es geschehen um den Dämon-Sängerin.
Ja, so, ich habe es geschafft endlich und ich bin auch mit meinem Thema am Ende. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt wieder über die Politiker. Die erhöhen sich ja ständig. Vom kleinen Mann erwarten sie, dass sie sparen, dass er sparen muss. Keine Lohnerhöhung hier und hier ein bisschen sparen. So, das war es eigentlich schon. Ich gehe jetzt hier noch zum nächsten Level, glaube ich. Irgendwo suche ich jetzt das nächste Level noch. Und dann ist auch rum. Ich mache eigentlich nicht mehr viel. Von daher kann ich dann das zusammenfliegen mit dem anderen. Es tut mir wirklich leid, dass da irgendwas schief gegangen ist. Ich muss erstmal noch eruieren, was es ist. Ich vermute mal, dass die Kabel vielleicht nicht mehr richtig drin saßen. Weil ich nehme ja im Combo-Mix aus. Das heißt, Bild wird über HDMI übertragen und die Audio-Spiele-Sound wird über Komponenten übertragen. Und dass da hinten der Stecker rausgerutscht ist, weil ich habe da ein bisschen mal gerüttelt. Das heißt, ich habe es halt verschoben und habe nicht aufgepasst. Der Stecker hinten, der löst sich relativ schnell. Und da kann es sein, dass es passiert ist, dass das Ding dann rausgerutscht ist. Und ich habe es nicht gemerkt, weil Mischpult, alles zeigt ja an, auch so mein Channel Strip, die zeigen alle an, es ist ein Signal da. Und es irgendwie funktioniert das, also vom Mikrofon her. Und ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, ob der Spielesound auch gepegelt wird. Und das wird er natürlich nicht. Das habe ich nicht gemerkt. Folglich ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Und ich nehme halt auf, schön gemütlich, 20 Minuten oder was weiß ich, wie das ich aufgenommen habe. Und mache da mein Blabla dazu. Und ja, ist schief gegangen. So, aber jetzt. Hier gucke ich erstmal, was das für eine Tür ist. Dann gucke ich noch einen anderen Weg und dann war es das eigentlich auch schon. Es passiert nicht mehr viel, also ich habe nicht viel verpasst. Ich gehe, glaube ich, in die Gruft runter irgendwie so. Dann, das ist da, glaube ich, das nächste Gebiet, das ich jetzt bearbeiten werde dann. Also ich habe nicht viel verpasst. Es tut mir nochmal leid, muss ich nochmal sagen, dass ich da irgendwie Mist gebaut habe, dass kein Ton da war. Ich hoffe, es ging auch so. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder sonst irgendwas, wenn ihr was wissen wollt oder so, dann, wie immer, in die Kommentare. Ihr wisst ja, kennt ihr das. So, tschüss, bye bye, winke, winke, das soll es gewesen sein. Ich lasse euch noch ein paar Sekündchen alleine mit dem schönen Gesang, das auf Dauer auf den Sack geht. Zumindest mir. Ich glaube euch auch. Tschüss, bye bye, winke, winke, hier war euer Sandvikol mit einem etwas anderen Let's Play am Ende. Ja, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal und freut euch aufs Unboxing. Es ist was Tolles. Kann ich euch schon mal jetzt verraten, was richtig Gutes. Für mich was Tolles. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal.